Interessenten. Heute soll es um ein Thema gehen, das viele Menschen interessiert, nämlich wie kann ich mit meiner Ernährung beitragen zur Therapie einer Rheumaerkrankung. Viele Patienten möchten selbst aktiv werden, möchten etwas tun, möchten sich bewegen, möchten was mit ihrer Ernährung machen. Wir wissen, dass viele Patienten, gerade auch Immundefekt- und Rheumapatienten, sich für Komplementärmedizin interessieren, Nahrungsergänzungsmittel schlucken. Der Markt ist sehr groß, viele Produkte sind teuer und manchmal leider nutzlos. Und was auch immer wichtig ist, die Beratung bezüglich Ernährung muss ganzheitlich erfolgen. Was sind denn die Ziele von Ernährung? Wir wollen mit Energie versorgt werden, wir brauchen Flüssigkeit, Vitamine, Mineralien, Mikronährstoffe, Ballaststoffe, gerade für den Darm und auch für das Mikrobiom und natürlich auch Genuss und gemeinschaftliches Erleben. Es gibt ernährungsbedingte Krankheiten. Ganz vorne dran ist das metabolische Syndrom. So nennt man das, wenn jemand Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck und eine Fettstoffwechselstörung hat. Die Fettleberhepatitis wird leider immer häufiger und kann als Folge sogar einen Leberkrebs haben. Folgeerkrankung von Alkoholismus natürlich, die koronare Herzerkrankung, also Herzinfarkt, Schlaganfall. Die Gicht ist eine berühmte ernährungsbedingte Erkrankung, aber möglicherweise auch die Schuppenflechte, die Schuppenflechtenarthritis, das Gelenkrheuma und die Arthrose sind jetzt keine rein ernährungsbedingten Erkrankungen, aber Erkrankungen, bei denen die Ernährung eine Rolle spielen kann. Zuerst erfassen wir den Ernährungszustand. Besteht Übergewicht oder Untergewicht? Hat der Patient Muskelschwund? Wie ist die Knochendichte? Besteht eine Schwangerschaft oder ein Kinderwunsch, das ist natürlich extrem wichtig, dann kann man schauen, ob der Patient einen Vitamin-D-Mangel hat. Wenn eine Anämie, also Blutarmut, vorliegt, sollten auch Eisen, Vitamin B12 und Folsäure gemessen werden, weil auch hier häufig Mangelerscheinungen bestehen. Wenn der Patient über- oder untergewichtig, meistens ja übergewichtig ist, dann kann es sinnvoll sein, ein Ernährungstagebuch zu führen, zum Beispiel für eine Woche, und schauen, was esse ich, was trinke ich. Viele Kalorien werden über gezuckerte Getränke aufgenommen. Wie ist die Eiweißaufnahme? Wie ist ungefähr die Ballaststoffaufnahme? Wie sind die Vitaminquellen? Wie ist die Qualität der Fette? Jetzt mal zum Gewicht, weil das einfach so wichtig ist bei der Ernährung. Übergewicht nennt man einen BMI, also Body-Massen-Index, von 25 bis 29,9. Der Body-Massen-Index errechnet sich aus dem Gewicht und der Körpergröße. Und da gibt es im Internet ganz viele Rechner, wo Sie das beides eingeben können und dann erhalten Sie Ihren BMI. Normalgewicht ist 19 bis 25. Untergewicht ist dann eben darunter. Und wenn man einen BMI über 30 hat, dann diagnostiziert der Mediziner eine Adipositas, also ein relevantes Übergewicht. Ab 35 hat man eine schwere Adipositas und ab 40 hat man eine sehr schwere Adipositas. 67% der Männer und 53% der Frauen sind übergewichtig. Und die abdominelle Fettverteilung, also wenn das Fett sich vor allem um den Bauch sammelt, das gilt als besonders ungesund. Falsch niedrige Werte hat man bei Patienten, die Muskelschwund und einen hohen Körperfettanteil haben. Die haben möglicherweise noch normal BMI, aber der Fettanteil ist schon so hoch, dass sie eigentlich übergewichtig sind. Und ganz selten kommt es vor, dass Patienten so extremes Muskeltraining betreiben, das sind dann aber wirklich Bodybuilder, dass der BMI möglicherweise vielleicht 27 oder 28 ist und aber eigentlich Normalgewicht vorliegt, weil die Patienten nicht viel Fett haben. Wir wissen, dass mit dem erhöhten BMI, also mit dem Übergewicht, das CRP ansteigt. Das CRP ist ein Marker für die Entzündung im Blut. Und bei Männern und Frauen, insbesondere bei Frauen, ist es jetzt so, dass wenn sie einen BMI über 30 haben, die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass sie ein erhöhtes CRP, einen erhöhten Entzündungswert haben, weil das Fett entzündlich aktiv ist. Dann ist es so, die rheumatoide Arthritis wird von Übergewicht ebenfalls beeinflusst. Hier ist es jetzt so, dass es eine hochpublizierte Studie und da konnte gezeigt werden, dass in vielen Untersuchungen es so war, dass Patienten mit einem Übergewicht eine schlechtere Krankheitskontrolle ihrer rheumatoiden Arthritis hatten, also mehr Entzündung und mehr Schmerzen hatten als normalgewichtige Patienten mit der gleichen Therapie. Bei der Psoriasis-Arthritis, also der Schuppenflechten-Arthritis, das ist auch ein klassisches Gelenkrheuma, das mit einer Hauterkrankung vergesellschaftet ist. Da ist es so, dass die Patienten, die diese Erkrankung haben, häufiger übergewichtig sind als die Normalbevölkerung und diejenigen, die übergewichtig sind, haben auch eine höhere Krankheitsaktivität. Und hier hat man jetzt eine Studie gemacht und hat die Patienten abnehmen lassen durch weniger Essen
Und dadurch konnte, hier ist es jetzt so, da ist dann über die Zeit der Body-Massen-Index gezeigt, der fällt ab, weil die Patienten innerhalb der Studie abnehmen. Und gleichzeitig dieser DAPSA-Score, das ist ein Wert, der die Krankheitsaktivität beschreibt, der fällt mit dem Gewicht ab. Und die Patienten nehmen dann leider nach Ende der Studie wieder zu, das ist ja ein häufiges Problem. Und da steigt dann die Krankheitsaktivität auch langsam wieder an. Bei der PSO, also das ist die Abkürzung für Psoriasis, das ist die Schuppenflechte, also die Hautschuppenflechte, was auch eine sehr schwere Erkrankung sein kann, ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit nach 12 Wochen und nach 24 Wochen eine Remission der Erkrankung zu erreichen, also das Zurückdrängen der Erkrankung, in dem Fall gesunde, abgeheilte Haut zu erreichen, war höher bei den Patienten, die kein Übergewicht hatten. Bei den übergewichtigen Patienten ist es häufiger nicht gelungen, die Haut zur Abheilung zu bringen. Hier, das ist eine Studie, die mit der Allgemeinbevölkerung gemacht wurde und da konnte gezeigt werden, dass Patienten, deren BMI höher ist oder die eine höhere gemessene Fettmasse haben, das wurde in der Studie gemessen, die haben häufiger an verschiedenen Körperregionen Schmerzen. Und was ich an der Studie besonders interessant finde, ist, dass das nicht nur die Knie, die Hüften und die Füße waren, wo man sagen würde, na gut, wenn da 30 Kilo Übergewicht drauf lasse, dann tut das Knie halt weh, sondern das betraf auch die Arme und den Oberkörper, obwohl wir ja gar nicht auf den Armen laufen. Das heißt, es geht nicht nur um die reine Gewichtsbelastung der unteren Extremität, sondern das Fett ist entzündlich aktiv und kann zu chronischen Schmerzen im gesamten Körper führen. Wie soll man denn jetzt abnehmen? Fettarm oder kohlenhydratarm? Generell ist es so, dass man 500 Kilokalorien am Tag Kaloriendefizit haben muss, um wirklich abzunehmen. Und hier wurden jetzt mal zwei Gruppen gebildet und die eine Hälfte hat kohlenhydratarm, die andere fettarm gegessen. Beide Gruppen haben zwischen 3 und 5 Kilogramm abgenommen, aber die kohlenhydratarme Gruppe hatte eine etwas bessere Senkung der Blutfettwerte erreicht. Und bei den Diabetikern in der Studie hat sich auch unter der kohlenhydratarmen Ernährung der Blutzucker etwas besser verbessert, etwas stärker verbessert als unter der fettarmen Ernährung. Man muss aber sagen, wir haben ja am Anfang gesagt, Essen ist auch Genuss und nicht jedem Menschen liegt jede Diät. Vielleicht möchten sie sich nicht fettarm oder möchten sich nicht kohlenhydratarm ernähren. Vielleicht wird ihnen schlecht, wenn sie keine Kohlenhydrate essen. Das muss man alles individuell ausprobieren und dann für sich selbst den richtigen Weg finden. Was auf jeden Fall sinnvoll ist, ist Intervallfasten. Das ist eine sogenannte Meta-Analyse. Das ist immer eine Analyse, in der viele verschiedene Studien zusammengenommen werden und dann gemeinschaftlich ausgewertet werden. Und so hat man dann eine Analyse mit vielen tausend Patienten. Und da sind sehr viele Studien zum Thema Intervallfasten untersucht worden und es konnte gezeigt werden, dass doch ein zwar nicht massiver, aber durchgängig nachweisbarer Effekt auf das Gewicht da war. Man nimmt ab, wenn man Intervallfastet und auch Blutdruck, Blutzucker und Blutfette haben sich verbessert. Abnehmen durch Sport. Viele Patienten sagen, ich kann ja nur deswegen nicht abnehmen, weil ich mich nicht bewegen kann. Jetzt ist es so, dass Abnehmen durch Sport generell nicht gut funktioniert. Man muss 250 Minuten moderat trainieren in der Woche, damit man überhaupt realistisch durch Sport Gewicht verliert. Untrainierten fehlt die Energie, um intensiv genug zu trainieren. Dann sagt man so, man hat einen höheren Grundumsatz, wenn man mehr Muskeln hat. Das stimmt in der Theorie. In der Praxis ist es aber so, dass 2 Kilogramm mehr an Muskelmasse nur 50 Kilokalorien mehr pro Tag verbrauchen. Das ist nicht viel. Und das Problem ist, die Patienten überschätzen den Energieverbrauch beim Sport. Sie fahren eine halbe Stunde E-Bike, haben 70 Kilokalorien verbraucht und essen danach ein Schnitzel mit Pommes für 1200 Kilokalorien und wundern sich, warum sie nicht abnehmen. Dadurch entsteht dieses Paradox, dass in den meisten Sport- durch Abnehmen-Studien die Patienten eher zunehmen. Dann gibt es die sogenannte rheumatoide Kachexie. Das liegt vor, wenn ein Patient einen normalen oder niedrigen BMI hat mit einem sehr hohen Körperfettanteil und Muskelschwund. Das sind häufig Patienten, die eine normale Kalorienzufuhr haben, aber eine entzündliche Aktivität haben und sich sehr wenig bewegen und deswegen werden die Muskeln vom Körper regelrecht verdaut. Das ist häufig bei chronisch Kranken, bei Senioren und bei Patienten mit Gelenkrheuma. Durch die körperliche Inaktivität, zum Beispiel durch Gelenkschmerzen und Entzündungsstoffe im Blut entsteht das. Es führt zum Abbau von Muskeleiweiß und die Therapie ist Bewegung. Ich habe ja gesagt, Bewegung bringt beim Abnehmen nicht so viel, aber Bewegung ist das einzige Mittel gegen Muskelschwund und auch für den Knochenschwund. Die Osteoporose ist Bewegung extrem wichtig. Das heißt, Sie sollten auf jeden Fall versuchen, Kraft- und auch Ausdauertraining zu machen. Also die einzige Art, diese rheumatoide Kachexie zu durchbrechen, ist Bewegung.
dann sollte man versuchen, möglichst wenig Cortison zu nehmen, idealerweise gar keins. Und die entzündliche Aktivität des Gelenkrheumas sollte durch Rheumamedikamente gut kontrolliert sein. Und außerdem sollte genug Eiweiß zu sich genommen werden. Viele, gerade ältere Patienten, tun sich manchmal schwer, genug Eiweiß zu essen. Die meisten Deutschen essen eher zu viel Eiweiß. Bei der Eiweißzufuhr ist es jetzt so, 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag sollten gegessen werden. Bei Gesunden reichen wahrscheinlich auch 0,6 Gramm. Wenn man Leistungssportler ist, hat man einen höheren Bedarf. Bei 60 Kilogramm Körpergewicht sind es also 48 Gramm. Bei 90 Kilogramm sind es 72 Gramm. 48 Gramm Protein sind zum Beispiel in 220 Gramm Linsen oder 220 Gramm Hühnerbrust enthalten. Ich habe Ihnen hier Proteinquellen aufgelistet. Habe ich auf einer Seite für Sporternährung gefunden. Hähnchenbrust hat zum Beispiel 22 Gramm pro 100 Gramm, ist damit sehr gut. Auch Lachs ist sehr gut. Magerquark hat zwar nur 13 Gramm pro 100 Gramm, aber sehr wenig Kalorien, ist damit auch eine gute Quelle. Auch Haferflocken sind ein häufig unterschätztes Lebensmittel, sind sehr ballaststoffreich, senken den Cholesterinspiegel und haben relativ hohen Eiweißgehalt. Weizen, Nudeln zum Beispiel, sind schlechter. Basmati-Reis ist nochmal deutlich schlechter. Tofu und Linsen wiederum sind sehr gut. Das heißt, wenn Sie sich vegan ernähren, dann sollte Ihre Ernährung Hülsenfrüchte und Linsen enthalten, damit Sie genug Protein zu sich nehmen. Dann gibt es die sogenannten mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Das interessiert immer viele Patienten, die sich mit Ernährung beschäftigen. Omega-3-Fettsäuren sind in fetten Seefischen und Algen und in einigen Pflanzenölen, Walnuss, Leinsamen zum Beispiel. Lachs enthält 3 Gramm pro 100 Gramm. Omega-3-Fettsäuren reduzieren den Arachidonsäure-Level und wirken damit antientzündlich. Omega-6 wiederum ist in pflanzlichen Ölen, aber auch in tierischen Quellen und hat pro- und antiinflammatorische Eigenschaften. Wir brauchen beide Fette, um zu überleben, weil der Körper die nicht selber bilden kann. Aber in der Ernährung sollte Omega-6 gegenüber Omega-3 nicht zu stark dominieren. In der westlichen Ernährung ist es so, dass dieses Verhältnis ungefähr 15:1 ist. Als Ideal gilt 4:1. Sehr gesund ist die sogenannte mediterrane Ernährung, also eine Ernährung, die hauptsächlich pflanzlich ist, die aus Vollkorn, Gemüse und Früchten besteht, die viel Olivenöl und Nüsse als Fettquelle hat, wenig rotes Fleisch, gelegentlich Geflügel, mehrfach die Woche Fisch, am besten fetter Seefisch, keine gezuckerten Getränke, keine sogenannten Transfette und ein moderater Weinkonsum, wenn bei Ihnen jetzt zum Beispiel bezüglich der Leber oder wegen Medikamenten nichts dagegen spricht. Es gibt zum Fasten einige Daten, sind hochvorrangig alte Studien mit kleiner Fallzahl, aber es ist schon so, dass während des Fastens die entzündliche Aktivität des Rheumas häufig besser wird. Möglicherweise liegt es daran, dass durch das Fasten das Gewicht reduziert wird und das Gewicht, habe ich ja schon erklärt, die entzündliche Aktivität erhöht. Fasten ist natürlich keine Dauerlösung und man sollte aufpassen, wenn man sowieso vielleicht ein leichtes Übergewicht hat und interessiert sich für Heilfasten und möchte sein Rheuma verbessern, kann das eine gute Idee sein. Man muss überlegen, jemand, der einen schweren Diabetes hat, kann vielleicht nicht gut fasten oder nur unter ärztlicher Aufsicht. Und wer untergewichtig ist, sollte nicht fasten. Leider ist die Erfahrung in der Praxis, dass gerade die untergewichtigen Patienten gerne fasten wollen. Und das ist natürlich nicht sinnvoll. Dann gibt es noch die Frage, ist glutenfrei sinnvoll? Glutenfrei bedeutet, dass man auf Klebereiweiß, also Gluten, in Getreide verzichtet. Das heißt also nicht, dass man nur auf Weizen verzichtet, sondern dass man generell auf Gluten aus verschiedenen Getreidesorten verzichtet. Das heißt keine Nudeln, kein Brot, aber zum Beispiel auch kein Bier. Maismehl und Quinoa sind mögliche Ersatzprodukte. Die Diät ist relativ teuer und zwingt zum Verzicht bei vielen sozialen Anlässen, wenn Sie eingeladen sind. Können Sie vielleicht alles Mögliche nicht essen. Durch den Verzicht müssen Sie auch auf Vollkorn verzichten und damit fehlen Ihnen Ballaststoffe. Es gibt keine sinnvollen Studien zu dem Thema. Wahrscheinlich ist es nicht sinnvoll, wenn man keine sogenannte Zöliakie, das ist die Unverträglichkeit von Gluten, hat, dann sollte man auch nicht glutenfrei essen. Es gibt eine große Studie zu Vitamin D und Autoimmunität. Und hier ist es jetzt so, dass die Patienten aufgezählt sind, die eine Autoimmunerkrankung entwickelt haben. Und hier die gestrichelte Linie, das waren die Patienten, die keine Nahrungsergänzung genommen haben. Und die violette Linie sind Patienten, die Vitamin D genommen haben. Das hier sind die Jahre und nach 1, 2, 3 Jahren
gehen die Kurven auseinander und die Patienten, die Vitamin D genommen haben, haben weniger Autoimmunerkrankungen entwickelt. Das heißt, Vitamin D ist erstens sinnvoll zur Prophylaxe oder Therapie einer Osteoporose und zweitens möglicherweise sinnvoll, um eine Autoimmunerkrankung zu verhindern. Viele Menschen in Deutschland haben Vitamin D-Mangel. Gerade hier in Hamburg scheint die Sonne nicht so oft. Deswegen ist es für viele Patienten sinnvoll, Vitamin D einzunehmen. Aufpassen muss man, es gibt manche Heilpraktiker, die empfehlen sogenannte Megadosen Vitamin D, also das Hundertfache oder Zehnfache, Vielfache dessen, was normalerweise am Tag genommen werden sollte. Das ist nicht sinnvoll und kann sogar schädlich sein. Es gibt verschiedene Gewürze, die in kleinen Studien bei rheumatoider Arthritis einigen Vorteil gezeigt haben. Es gibt eine Studie, die das zeigen konnte für Knoblauch. Auch für Kurkuma gab es Studien, die das zeigen konnten. Ingwer ebenfalls, Zimt oder auch Safran. Es gibt noch andere derartige Gewürze, für die das gezeigt werden konnte. Wenn Sie sich dafür interessieren, ist eine gute Idee, sich mit Ayurveda zu beschäftigen. In der Ayurveda-Küche werden diese Gewürze regelmäßig eingesetzt und die können einen antientzündlichen Effekt haben. Wenn Ihnen das vielleicht ohnehin schmeckt, kann das eine gute Idee sein. Die Franzosen interessieren sich immer etwas mehr für Ernährung als wir Deutsche und die haben große Empfehlungen herausgegeben zu Ernährung. Zuerst sollte man beachten, was wir auch am Anfang besprochen haben. Wer sitzt da vor mir? Ist das jetzt jemand, vielleicht ein Mann, Mitte 50, mit ein bisschen Übergewicht und einer Gicht und Herzkrankheit und zu viel Cholesterin? Dem würde ich natürlich empfehlen, er muss Gewicht abnehmen, weniger Fleisch, weniger tierische Fette, mehr Olivenöl, mehr Gemüse, mehr Ballaststoffe. Oder sitzt da jetzt eine untergewichtige Schwangere mit Eisenmangel vor mir? Dann muss ich natürlich sagen, versuchen Sie vielleicht sogar eher ein bisschen mehr Fleisch zu essen, weil Sie dann Eisen zu sich nehmen. Machen Sie auf keinen Fall eine Kalorienrestriktion, versuchen Sie zuzunehmen. Ja, daran sieht man schon, je nachdem, wen ich da vor mir sitzen habe, muss ich vielleicht völlig konträre Empfehlungen geben. Das heißt, wenn ich jemanden sinnvoll bezüglich der Ernährung beraten möchte, muss ich immer schauen, wie ist der Ernährungszustand und in was für einer Lebenssituation ist der Patient, welche anderen Erkrankungen hat der Patient. Wenn Übergewicht da ist, sagen die Franzosen, sollte das reduziert werden. Wenn man keine Zöliakie oder einheimische Sprühe, nennt man das auch, hat, soll man sich nicht glutenfrei ernähren. Fasten wird von den Franzosen jetzt nicht empfohlen, aber da gibt es schon Daten, dass das was bringen kann. Wie gesagt, nicht bei Untergewicht. Vegane Diät wird nicht empfohlen, milchfrei wird nicht empfohlen. Erstens, weil es keine guten Daten dazu gibt, dass das etwas bringt. Zweitens, weil Milch eine Kalziumquelle ist. Und drittens, weil fermentierte Milchprodukte, also Kefir und solche Dinge, einen positiven Effekt auf das kardiovaskuläre Risiko haben, also Herzinfarkt und Schlaganfällen vorbeugen können. Probiotika werden nicht empfohlen, wobei die Franzosen sagen, dass das vielleicht nur an der nicht ausreichenden Datenlage liegt. Da können sie sich nicht abschließend äußern. Dann sagen die Franzosen, wenn man gerne Omega-3-Fettsäuren nehmen möchte, dann kann man 2 Gramm pro Tag oder mehr davon nehmen. Möglicherweise hat das eine antientzündliche Wirkung. Es wird eine mediterrane Diät empfohlen. Nicht unbedingt nur wegen der Wirkung auf die Gelenke, sondern auch, weil das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall dazu sinkt. Vitamine, also Folsäure, Vitamin E, Vitamin K, Selen, Zink, sowas wird alles nicht empfohlen. Jedenfalls nicht zur Kontrolle der rheumatoiden Arthritis. Vitamin D hat aber auf jeden Fall eine Rolle in der Osteoporose-Therapie und ich habe Ihnen Daten zum Vitamin D gezeigt, die aber nach der Veröffentlichung dieser französischen Empfehlung herauskam. Vielleicht wäre die dahingehend nochmal anders ausgefallen, wenn das vorher gewesen wäre. Die Franzosen sagen, es gibt bestimmte Gewürze, Safran, Ingwer, Zimt, Knoblauch, Sesam, Granatapfelkonzentrat wird genannt, die möglicherweise positive Effekte auf die rheumatoide Arthritis haben. Sie möchten jetzt aber keine generellen Empfehlungen geben, aber wenn sich dafür jemand interessiert und es jemandem schmeckt, ist es sinnvoll, das zu essen. Was nochmal betont wird, ist, dass Ernährungsmodifikationen die medikamentöse Therapie der rheumatoiden Arthritis nicht ersetzen können. Also wenn ich ein schweres Rheuma habe, hohe Entzündungswerte, Antikörper im Blut, Gelenkverformungen und brauche starke Medikamente, um diese Entzündung zu unterdrücken, dann ist es nicht realistisch, dass ich durch eine Umstellung meiner Ernährung vollständig auf alle Medikamente verzichten kann. Das wird leider wahrscheinlich nicht funktionieren.
Die Franzosen weisen noch zu Recht darauf hin, dass ein hoher Bedarf besteht an besseren Studien. Das Problem ist ein bisschen, in einer guten Studie ist es ja so, dass eine Gruppe bekommt zum Beispiel das Medikament und die andere Gruppe bekommt eine Tablette, die genauso aussieht. Und dann vergleicht man damit. Niemand weiß, ob er das Medikament jetzt hatte oder nicht. Aber eine sogenannte, diese Placebo-Kontrolle nennt man das, kann man bei Ernährung nicht machen, weil ich natürlich weiß, ob ich in der Fastengruppe bin oder in der Weiteressengruppe. Das ist nicht möglich. Und deswegen gibt es keine richtig guten Ernährungsstudien. Wenn auf bestimmte Nahrungsmittel verzichtet wird, weil der Patient das möchte, dann raten die Franzosen dazu, Folgendes zu beachten. Wenn man sich glutenfrei ernährt, ist es wichtig, trotzdem genug Ballaststoffe zu sich zu nehmen. Zum Beispiel über Quinoa, Wildreis oder Linsen. Wenn Sie sich milchfrei ernähren, müssen Sie auf die Kalziumaufnahme achten. Das kann zum Beispiel über Bohnen, Brokkoli, Spinat, Tofu, Kohl, Sardinen und kalziumreiche Mineralwasser erreicht werden. Wer sich vegan ernährt, muss besonders gut aufpassen. Erstens, dass ein ausreichender Proteingehalt da ist und möglicherweise auch Eisen, Zink, B12 und Kalzium zusätzlich nehmen. Zusammenfassend können wir also sagen, das Wichtigste ist, versuchen Sie, Normalgewicht zu erreichen. Das nächste ist, Fasten kann möglicherweise kurzfristig helfen, sollte aber bei Untergewicht unterbleiben. Sport hilft zwar wenig beim Abnehmen, ist aber das beste Mittel gegen Muskelschwund und Osteoporose. Eliminationsdiäten, also zum Beispiel glutenfreie Diät, haben keinen bewiesenen Nutzen. Die Ernährung sollte reich an Omega-3-Fettsäuren und an Ballaststoffen sein und die sogenannte mediterrane Diät gilt als sinnvoll auch bezüglich des kardiovaskulären Risikos. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen. Jetzt würde ich Fragen aus dem Chat annehmen, wenn es denn welche gibt. Es macht den Eindruck, als hätten wir das Thema abschließend behandelt. Dann freue ich mich bzw. bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf das nächste Mal.